Wir haben heuer zum zweiten Mal bereits einen Freeride-Contest namens Open Faces hier in Obergurgl Hochgurgl, und zwar am 21. März. Dieser Contest findet, Wettbewerb findet hinter uns am Hangerer statt, wobei dort die Leute dann runterfahren und die Hohe Mut als, da wo wir jetzt gerade stehen, als Aussichtsplattform und als Zuschauertribüne dient sozusagen. Prinzipiell ist es so, dass in diesem Face oder in diesem Hang, wie man so schön sagt, hinter uns die Rider runterfahren und die flüssigste, kreativste Line oder Abfahrt zählt dann. Es gibt Herren-Ski, Damen-Ski, Herren-Snowboard, Damen-Snowboard, ungefähr bei den 80 bis 100 Teilnehmer. Und wer eine Mischung aus Style und Geschwindigkeit das Beste zusammenbringt, der gewinnt dann natürlich. Ja. Und mit 4 Sternen kann man natürlich viele Punkte sammeln für das große Ziel Freeride World Tour. Ja, Open Faces ist prinzipiell die Qualifizierung für die Freeride World Tour. Die gibt es national. In Österreich mit Open Faces gibt es über die ganze Wintersaison verstreut Wettbewerbe, die nach Schwierigkeit aufgeteilt werden. Das Schwierigste ist ein 4-Stern-Wettbewerb, den wir hier in Gurgl haben. Und die besten Fahrer über die Saison dürfen dann nächstes Jahr bei der Freeride World Tour mit tun. Also wir sind sehr, sehr hoch an der, oder sehr nah an der Freeride World Tour dann mit diesem Contest. Wir haben prinzipiell sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten zum Freeriden, sehr, sehr viele Faces zu bieten. Durch die kleinen Seitentäler, die das Skigebiet etwas zerschneiden bei uns. Das ist aber heuer so, sollte man da vielleicht so sagen, der Schneeaufbau und die Schneedecke sind sehr instabil. Und bevor man Freeriden geht, sollte man sich auf jeden Fall mit Sicherheitsausrüstung, Lawinen, Kunde beschäftigen. Und heuer, weil die Situation eben so extrem gespannt ist, auf jeden Fall auch einen Bergführer konsultieren und schauen, dass man das Möglichste für die Sicherheit, für die eigene Sicherheit tut. Und dann kann man auch viel Spaß in Obergurgl und Hochgurgl beim Freeriden haben. Ja, es ist einfach ein ganz anderes Gefühl beim Fahren. Ne? Man hat etwas andere Ausrüstung, man kennt diese breiten Ski, die breiten Snowboards. Es hat eher was vom Schweben im Tiefschnee, vom Gleiten. Aber im freien Gelände ist man erstens, also tragt man viel mehr Verantwortung für sich selber. Man muss sich selber seine Spuren suchen, seine Lines suchen. Und vom Fahrgefühl ist es natürlich, als ob man über diesen fluffigen Schnee schweben würde.